Moin Moin Leute und herzlich willkommen zurück zu Let's Play Harvest Moon Magical Melody. Wieder mit dem Matt und dem Masu. Hallo. Hallöchen. Das reicht, ne, für das ganze LP. Okay, ciao Masu, kannst du wieder gehen. Nee, ich muss ja auch noch Tschüss sagen. Ach verdammt. Ja, es tut mir leid. Lies dir wenigstens einmal das Skript durch, was ich mühsam vorbereite an meinen freien Abenden. Es tut mir leid. Du kennst doch da Kane. Ich hatte kein Klopapier mehr und da musst du dein Skript dran glauben. Leider glaube ich auch noch, dass das wahr ist. Aber Matt, da musstest du wohl den das größte Problem ohne Klopapier ist aber, essen, Mann, ich habe dir eine PDF geschickt. Du sollst deinen Monitor für sowas nicht benutzen. Oh. Wieso? Dafür ist doch die Spülmaschine da. Dann ist das ist ja wieder sauber. Stille. Warum müssen wir so einen Anfang bloß haben? Weil alles andere langweilig wäre. Das erinnert mich an einen Arbeitskollegen. Der hat seine Kaffeemaschine in die Spülmaschine getan. Hört sich für mich logisch an. Solange er seine Kaffeemaschine nicht in den Toaster setzt, ist alles in Ordnung. Da hab ich bestimmt genauso viel Intelligenz wie du. Der ist K-L-U-K. Der hat auch mal, weil er keinen Topf da hatte, da hat er sich einfach Weißwürste in der... So, ja, der hat halt Wasser. Im Wasserkocher? Nee, in der Kaffeemaschine. Der hat halt Wasser durchlaufen lassen und hat da seine Weißwürste gesiedet oder, ja, da drin gemacht. Ja. Genius. Nee, ja. Er weiß, wie man überlebt. Das ist. Ja. Die Schmerzen lernt man am besten, was man nicht tun sollte. Ja. Für alles andere ist Darwin zuständig. Wer ist Darwin? So ein Typ aus der Nachbarschaft. Ah, meinst du... Schmeißt öfters mal die Gabel in die Steckdose. Ach so, ich dachte, du meinst den alten Kerl, der hinterm Busch auf kleine Kinder lauert und nein, den Süßigkeiten schenkt. Nein, das ist Ronald. Ronald. Boah, Deutsch gelernt bei heute ich nicht gut hab. Ja? So und nicht anders. Ich hab grad Masu in der Hand. Das klingt irgendwie falsch. Was? Ein Huhn heißt Masu. Ich hab das gerade hochgehoben und wieder auf den Boden geklatscht. Nachdem es mir ein Ei gelegt hat. Ich will nicht sagen, was er mit der Kuh im Spiel macht. Ja, Matt, du sei still. Du bist ja die Kuh. Dir lag ich jeden Tag an die Euter. Deswegen. Das soll es eigentlich nicht erwähnen. Ja. Ja, Masu, da werden seine tiefsten inneren Wünsche los. Das ist so eine Verbildlichung, was er gerne machen würde. Er würde dich gern hochheben. Das klingt interessant, erzähl weiter. Und deine Eier nehmen. Jeden Tag. Ey, sei doch scheiße. Ich jeden Tag? Ich verkauf das. So. Ich verkauf das Huhn Masu wieder. Glaube ich besser so. Vielleicht kommen noch schwarze Eier raus. Kannst du die Kuh bitte auch verkaufen? Ich möchte in deinem Let's Play nicht mehr sein. Und dann kaufe ich mir ein neues Huhn und nenne es Definitely Not Masu. Definitely? Aha. Interessant. Definitely. Oh Mann. Du bist heute echt gut unterwegs. Damit die Leute auch wissen, was ich meine, er hat heute auch gesagt, die Ottifanten machen. Und jeder, der die Ottifanten kennt, ich hab's ja auch nie in diesem Film gesehen. Stimmt, die Ottifanten bei Herr der Ringe, das war das Beste. Ah. Na, oder mein Bullrock. Was eine Kreuzung aus Ballrock und Bulle ist. Okay. Ist morgen. Ja, morgen ist Herbst, das heißt, ich kann die ganze Chose schon mal weghacken. Bei mir ist morgen noch Winter. Echt? Red nicht von deiner Frau und deinem Kind so. Hä? Die ganze Sache weghacken. Nein, das tue ich nicht. Ich muss Gwun ja liebevoll behandeln. Nicht, dass sie nach Taiwan... Ich habe nicht über Gwun geredet. Gwun ist weder deine Frau noch dein Kind. Bist du dir sicher? Soweit ich weiß, hast du Gwen dort in diesem Spiel als Weib. Und in echt hast du deine rechte Hand. Du
Das ist böse. Na, nur es stimmt da Kane. Also, ne? Das ist doch kein Geheimnis mehr, wissen wir doch alle. Ich glaube, ich nehme die nächsten paar alleine auf. Und dann? Das habe ich dir sowieso schon vorgeschlagen. Spiel ein Spiel, verdammt noch eins. Ich ignoriere euch jetzt. Hast du eh nicht. Das stimmt auch wieder. Verdammt! Siehst du jetzt schon wieder? Wolltest anfangen, hast du nicht geschafft. Natürlich. Negativ. Ja. So. Pastor, was wolltest du denn heute mit uns reden? Ja. Was liegt dir auf dem Herzen? Was war so am Wochenende los? Was war so am Wochenende los? Das gleiche wie jedes Wochenende. Ich habe versucht, die Weltherrschaft an mich zu reißen. Und zwar ins Belfast. Verdammte Lüge, du bist nur in der Kneipe gehockt und hast gesoffen. Nein, ich habe Belfast gesuchtet. Und okay, das ist Tage. Und da ich die letzte Woche eigentlich relativ wenig Schlaf bekommen habe, bin ich so ziemlich 12 bis 13 Stunden am Stück teilweise schlafen gewesen. Vor allem am Samstag war es lustig. Also von Samstag auf Sonntag. Hey Matt, wollen wir aufnehmen? Ja, okay, schreib mir nochmal am Abend dann. Dann kriege ich die Nachricht heute um 10 Uhr morgens. Du bist wieder beim Aufnehmen nicht dabei gewesen. Oder besser gesagt, es ist kein Aufnehmen stattgefunden, weil jemand um 8 eingepennt ist. Ja, ich sag jetzt mal kurz keine Namen, aber es ist ein gewisser Channel-Besitzer. Ja, also du, weil dir gehört ja der Channel. Haha. Ich sage Besitzer, nicht Eigentümer. Besitzer ist der, wo gerade die aktuelle Gewalt hat. Natürlich, und der Eigentümer ist der, der ihn gemacht hat. Stimmt. Ich kenne mich da auch Nein, aus. Nein, Eigentümer ist der, wo rechtlich Natürlich, Kontrolle ich darüber hat. Nein, hast du nicht. Du hast keine Ahnung. Warte ich mal. Wenn ich mir ein Auto kaufe, bin ich der Eigentümer. Gebe ich es dir zum Fahren, bist du temporär der Besitzer. Nein, dann bin ich Banapfelmann, der alles banapfeln kann. Oder du bist Banapfelmann, der alles banapfeln kann. Oder du bist Manuel Neuer. Oder du bist... Nee. Nein. Aber niemand will Manuel Neuer sein. Was ist eigentlich, wenn Manuel Neuer alt wird? Ist sie dann nur noch Neuner? Du hast gerade Neuner gesagt. Ich hab's ja, genau gehört. Ich weiß. Ich hab gehofft, dass wir das nicht hören. Nein. Das ist bei... Dein Witz ist gerade kaputt gegangen. Tut mir leid. Oh. Ja, wenn Manuel Neuner älter wird, dann wird er Manuel Zehner. Das hast du richtig erkannt. Ja. Genius. Ich hab so viel Intelligenz. When you're happy, then you know it. Clap your hands. So much Intelligenz, ey. Ich kann's gar atmen, ey. So viel Intelligenz, ich kann atmen. Ganz ehrlich, Pat, bei dir glaube ich nicht, dass du atmest. Du machst eher Photosynthese. Ich lieg auf dem Rücken. Photosynthese. Ja, ich bin das Mein Körper weitet sich aus wie Wurzeln, so über das Bett schon alles, hat Wurzeln geschlagen. Pat ist ein End in Wirklichkeit. Natürlich, natürlich. Wusstest du das nicht? Nein, warte, in Herr der Ringe gibt's gar keine Ents. In Herr der Ringe gibt's nur Entons. Entorons? Ja, das ist ein ganzer Wald voll. Der Wald selbst ist Entons. Der Wald selbst ist Entons. Enton! Ja. Hörst du es nicht aus dem Wald schreien? Enton! Oh Mann! Ich sollte aufhören, mich in meinem Spiel, welches ich hochqualitativ kommentiere, zu mobben. Du hast doch kein einziges Wort erwähnt über den Spiel. Ich weiß. Doch, er hat das Huhn erwähnt. Und seine Frau hat er erwähnt. Und ich habe am Anfang gesagt, herzlich willkommen zurück zu Harvest Moon Magic Your Melody. Richtig. Wir sind schon weit gekommen. Verdammt, noch eins. Also die Leute wissen schon, dass ich ein Huhn habe. Mindestens eins. Das wäre jetzt für die Blinden, ne, die halt das nicht sehen. Dass ich eine Frau und ein Kind habe und um welches Spiel es sich handelt. Ich mag solche Spiele, die so intensive Storys haben, dass ich eigentlich gar nicht mehr weggucken kann davon. Ja, das ist wie ein Unfall. Keiner findet schön, aber jeder muss hingucken. Ja, natürlich. So. Außer wenn es dein eigener ist, dann willst du am liebsten weggucken. So bad. Ja. Ich wusste doch, das...
dieses ganze Niveau unten halten. Deswegen bin ich ja hier. Natürlich, deswegen... Ja, keiner was anderes behauptet, ne? Ja, ich wollte es nur nochmal bestätigen. Ich muss mit meinem schwulen Freund reden, ja? Oh Gott, wie... Patrick? Billy? Alter! Der macht irgendwie so... Wenn du mit dem... Rest in Peace Headphone User. Wenn du mit dem... anfängst zu labern. Das ist total strange. Okay. Er ist halt fabulous. Fabulous. So, lasset uns die Kühe und die Schafe füttern. Ha, jetzt wissen die sogar, dass ich Kühe und Schafe habe. Das ist ja voll cool. Aber was ist, wenn in Wirklichkeit das keine Schafe sind, sondern Lamas? Oder Emanuel Neuers. Du mit deinem Manuel Neuer, ne? Das über rein. Ja, dann, was wäre dann? Dann wären es halt keine Schafe, dann wären es Lamas. Mit Hüten? Ja, aber mit dann Hüten. Ist es doch gar nicht mehr Harvest Moon. Wieso nicht? Aber weil in Harvest Moon keine Lamas drin sind. Weißt du's? Vielleicht heißen die nur Schafe und die Entwickler wollten uns trollen und in Wirklichkeit sind das Lamas. Ja. Das kannst du nicht wissen. Die einzig logische Erklärung. Natürlich. Okay, so. Möglich? Dann brauche ich meine Bürste. Ich muss jetzt meine Tiere bürsten. Deine Tiere bürsten? Ja. Kein Kommentar. Ich habe eine Bürste und ich bürste die. Ist in Ordnung, bitte, okay. Keine weiteren Details, bitte. Ihr seid doch böse. Nein, er ist Maso und ich bin Matt. Ich. Touché. Und der nebendran ist Günther. Hallo Günther. Mein Kind heißt Olaf. Olaf. Was ist Matt? Ich... Irgendwo sitzt noch Olaf und erschlägt Menschen mit der Streitaxt. Was ist mit Ronny? Ronny ist ja immer noch hinter der Mauer. Oh. Schade eigentlich. Ich hab ihn eigentlich eingeladen, aber. Der Ronny. Ist ja, Ronny Kfz-Mechatroniker aus Zwickau? What? Ich habe diesen Charakter vor Ewigkeiten entwickelt in der Schule, wenn ich meine Ossi-Imitation angehauen habe. Ich bin der Ronny aus Zwickau. Kfz-Mechatroniker. Ronny aus Zwickau. Ja, ja, genau. Na, Masu. Eigentlich heiße ich Ronny. Sehr gut. Masu ist unser Quotenschwarze. Unser Quoten-Ossi. Das ist eine Fischtüge. Ja, ja. Jetzt, wenn es noch einen Quotenbrillenträger geben würde, dann wärst du das auch mal so. Dann wärst du alles im Allen. Ja. So. Universal. Ey. Ich hab das nicht erwischt. So. Ähnlich. Und was macht ihr gerade so? Spielst du wieder dein H1Z1? Nee, ich sitze eigentlich gerade auf dem Klo. Na. Und wie ist es so? Fotorealistisch. Was? Mausu, du spielst wahrscheinlich wieder Spellforce, oder? Ja. Und was machst du so, Pat? Ich nehme Harvest Moon auf. Beziehungsweise. Das ist ziemlich überraschend gerade. Ich fühle mich verletzt in meiner Privatsphäre. Ah, oh, also. Hey, geht was? Nicht so weiter. Aber. Nee. Aber, was? Lass es einfach. Nein, aber warum? Hör auf, da Kane. Warum?
Da muss ich wieder diskutieren. Ja, müssen wir. Nee, fang an. Doch, fang an. Das Thema hatten wir schon mal. Nein. Alter, fang an, komm. Nein, es ist aus. Jetzt reicht's, Jungs. Jetzt müssen wir erstmal Sachen hier klarstellen. Pat, Gwen hatte nie Sex mit deinem Ingame-Charakter. Das zweite ist, du bist nicht von der NSA. Unsere Gespräche hier aufzunehmen ist echt zu viel. Und sie auch noch hochzuladen, ohne Geld daraus zu machen, ist echt ein bisschen unverschämt. Und was du nicht vergessen darfst, das Pferd ist vorne hinten als höher. Ach so, nachts ist es kalt als draußen, ne? Genau. Darfst du nicht vergessen. Das sind Naturgrundgesetze, die müssen eingehalten werden. Ach ja? Richtig. Und was ist, wenn ich das nicht mache? Was passiert dann? Es kommt die nachts draußen kälter und Furzpolizei und... ich will gar nicht aussprechen, was sie dann machen mit dir. Das, was sie machen mit mir, das darf nur ich sagen. Ey, was passiert jetzt? Geht wieder eine oder kommt wieder jemand? Es geht jemand. Oh, Karl. No. Karl! Guten Morgen, mein Geschäft lief nicht so gut. Stimmt, ich hab bei dir. Essen ist halt nicht die beste Geschäftsidee. Dein Geschäft lief nicht so gut. Ich mache eine Schulung und fange dann von vorne an. Bisch bitter. Ich hoffe, ich muss lernen, Hände richtig abzuschneiden. Ich bin ja nur ein Lama. Karl! Ande über dich. Wie hieß der andere? Paul, oder? Ja, es ist Paul. Paul. Mit dem modischen Hut. Ja, Paul. Der Paul. So, dann, was müssen wir machen? Auf jeden Fall erst einmal... Oh, das ganze Gras und... Oh, das sind Äpfel. Oh, Gras. Ich will den Äpfel haben. So, das ist dreimal irgendwie solches hässliche... Wie heißt es? Wort fällt mir gleich ein. Unkraut drumrum. Und was ist? Ich heb nicht den Apfel auf, sondern der drei Unkraut. Der Unkraut? Der Unkraut. Das bedeutet, es ist männlich. Natürlich. Heilige Scheiße. Das kannst du aber laut sagen. Wusstet ihr das nicht? Doch? Ja, hätte ich jetzt auch gesagt. Ja, das hättest du wirklich. Stimmt. Hey, da ist durchschaut. Da ist wieder das Huhn-Omelett. Ja, das Huhn. Gibt ein Huhn namens Omelett? Wusstest du doch. Nee. Doch? Ich hab doch keine Ahnung davon. Und? Oh, Masu, du hast heute ein weißes Ei gelegt. Oh. Du Rassist, du ist der Braun nicht gut genug. Wenn du so fragst. Die weißen Eier sind halt auch mehr wert. Das ist total rassistisch. Ich sag's dir nochmal. Masu, wenn deine Arbeitseinstellung hier jetzt nicht besser wird und du anfängst, Regenbogeneier hier rauszuhauen, dann wird das echt... Probleme geben mit der Verlängerung deines Arbeitsvertrages. Ich weiß dann nicht, ob wir dich hier behalten können. Dann wirst du zurückgeschickt. Das war natürlich nicht so, praktisch. Dann holen wir uns einen neuen Quoten-Ossi. Und Quoten-Schwarzen. So einfach kann man ersetzt werden. Mach mal einfach. Ja. Gibt's sowas? Mach mal einfach bei eBay Kleinanzeigen so einen Suchen Quoten-Ossi. Suchen Quoten-Ossi am besten mit Spreewaldgurkenbesetzung. What the fuck? Wieso Spreewaldgurkenbesetzung? Hört sich schön an. Allein dieses Wort gehört verboten. Nein. Doch. Nein. So, habt ihr schon offen. Montags und Feiertage geschlossen. Macht auf. Dankeschön. Was, montags geschlossen? Was ist das für ein Verein? Ich weiß nicht, dafür haben die sonntags offen. Ist das Bundesagentur für Arbeit oder was? Nee, die haben nur Montag bis Sonntag geschlossen. Also wie immer halt. Typisch.
staatliche Sachen. Und mittags so. Bis 12 haben die geöffnet. Von mittags bis 12. Ja. Kann mehrmals geerntet. Wo waren die von 12 bis Mittag? Kürbis werden einmal geerntet. Dü. Mehrmals. Aber was ist, wenn ich Lust habe, meinen Kürbis zweimal zu ernten? Jetzt warte mal. Ich brauche auf jeden Fall... Dass der Fall ist? Ich nehme mir... Ja, gib mir mal 9-mal Kürbis. Ach was, gib mir mal 18-mal Kürbis, ist doch scheißegal. Dann gibst du mir mal 5-mal Aubergine. Jams gibst du mir 5-mal. Gib mir 5-mal Paprika. Karotten werden einmal, du gibst mir 2-mal 9. Dann haben wir genügend Samen, denke ich. Dann gucken wir mal, wie der... Spinat. Können wir auch noch. Ich vermisse aber eine Pflanze in dem Geschäft. Was? Für eine postapokalyptische Gesellschaft, da fehlt noch das Produkt von Audrey 2. Und wer das nicht kennt, das ist der... Shop of Horrors. War eine fleischfressende Pflanze, die gesungen hat. Und zwar ziemlich gut. Gab's auch als Musical, war episch. Okay. Da wurde dem dann ein Zahnarzt verfüttert und hat dann die Welt übernommen. War ein wunderschönes Werk. Ich hab geweint am Ende. Hat die wahnsinnige Pflanze doch echt die Weltherrschaft an sich gerissen. Es geht halt darum, so ein Loser, der in einem Pflanzenladen arbeitet, ist verliebt in Nädel und sie ist zusammen mit dem Zahnarzt und er schlägt sie und alles. Sie ist strohdoof so nebenbei. Und die Pflanze verführt ihn dahin, halt erstmal, dass er sie mit Blut füttert und dann gibt's Menschenopfer und als die Pflanze groß genug ist, überwirft, nimmt sie die Weltherrschaft. Das ist super geile Geschichte. Es gab's, in den 70ern ist die Geschichte rausgekommen, im Musical und allem, und es gab 2 Filme oder so, einer mindestens. Ein Musical? Wie willst du das bitte schon als Musical machen? Eine riesige Puppe halt. Das ist sogar noch, das gab sogar letztes Jahr noch bei mir in der Stadt als Musical. Das war ganz groß. Was zur Hölle? Der kleine Horrorladen. Der Little Shop of Horrors. Richtig gut. Was? So eine epische Geschichte. Eine Pflanze, die dann aufgrund von Gier und allen Menschen austrickst, dann die Weltherrschaft an sich reißt und alles verschlingt. Klingt ja logisch. What the fuck? Okay, habe ich meine Hake dabei oder muss ich doch mal nach Hause laufen und mir die Hake holen? Die Wunderhake 9000. 5000. Nicht 9000? Nee, 5000, glaube ich. Dann ist auch 2000, ich guck schnell. Wunderhake. Also ich sehe ganz viele Versionen. 5000, 3000, 2000. Und da steht Wunderhake 5000 kaufen, klick. Auf eBay kann ich sie erwerben. Echt? Ja. Wie viel kostet die? Keine Ahnung. Guck mal. Wenn ich genug Geld habe, dann kaufe ich sie mir. Genauso wie den Knights. Shopping. Genauso wie den Knights. 5000 plus bei eBay. Große Auswahl an 5000 plus. Was? Also ich weiß, dass die Google-Werbeanzeigen immer schon Müll waren. Es gab ja auch zum Beispiel, wenn du Sklaven gesucht hast, kaufen sie hier Sklaven, weil sie irgendwelche maßgeschneiderten Werbebanner angefertigt haben. Kaufen sie hier Sklaven, ganz günstig. What the fuck? Ja, nee, wenn ich halt genug Geld habe, dann kaufe ich mir die Wunderhake 5000, genauso wie den Knights of Sealand Titel. Ja. Also nee, es ist die Wunderhake 5000. Wunderhake 5000, okay. Ja. Ich hab doch schon wieder keine Ahnung von dem ganzen. Sie kann Stöcke aufheben. Haben, ja. Ja. Und Tanzapfen. Und ja. Staub. Habe ich schon Tanzapfen erwähnt? Dreckwurst. Dreck Äste. Also Blätter. Also Blätter mit Ästen. 200 Bleistifte. Bienenkörbe. Amboss. So, dann verlagern dein wir mal den Hühnerstall von... Ja. Einmal den Hühnerstall bitte verlagern. Da wird jetzt ein bisschen umgebaut. Und zwar den Hühnerstall will ich hier hin haben. Ja.
Gut, dann haben wir nämlich das da unten alles schön beim Hühnerstall. Kann der eigentlich noch mehr machen? Aber ah, nee, der kann nur umbenennen. Möbel. Oh Gott, die ganzen Möbel muss ich mir auch noch kaufen. Ja, mein Gott, fangen wir mal an. Ich habe ja genug Geld. Grundstücke habe ich, glaube ich, schon alle gekauft. Du hast Steine hochgeschlafen.